Hey Freunde, ouch! Heute haben wir ein ungewöhnliches Schleimbastel-Video für euch. Stimmt. Normalerweise zeigen wir auf unserem Kanal keine Schleime. Njam, njam, njam. Wow, sie liebt es zu beißen. Komm her, Mäuschen. Ups, Susi, du machst noch den ganzen Laden kaputt. Entschuldigung, mein Fehler. Es war ein Versehen, ehrlich. Ah, okay, dann mach weiter. Du bist so unruhig, aber ich lass dich nicht entkommen. Der Feenschleim wird dir helfen. Bibidi-bobidi. Und schnell. Guck mal, ist das schleimig. Wow, wie gelb das Zeug ist. Und es leuchtet so neon. Unglaublich. Schleime sind da, also warten wir auch auf Einhörner, oder? Machen wir eins nach unserem Rezept. Wir füllen diese Form in einem Schleimwimpernschlag, also in 10 Menschenminuten. Bin schon unterwegs. Vroom, vroom. Schleim bestellt, hier bin ich. Vroom, vroom. Was ist das? Hey, was ist mit meinem Auto passiert? Es hat sich in einen Kürbis verwandelt. Ein Quitschkürbis. ich werde dich fressen, Susanne. was du nicht sagst. ist das orange Schleim? Wie hast du das gemacht? Das ist pure Magie, Sammy. Und ein bisschen Hilfe von Videoeffekten. Das fühlt sich so gut an. Heiliger Bimbam, die machen schon Schleim aus Kürbissen. Ja, wir haben viele solche Rezepte auf unserem Kanal. Wenn Susi vor sich hin träumt, könnt ihr uns abonnieren und... Hey, was war das? Hallo, machst du mit bei unserem Schleimwahnsinn? Wow, du bist so biegsam und dehnbar. Mal sehen, was du noch so kannst. Und hopp. Oh, lass mal sehen. Als Experte würde ich sagen, es ist eine schleimige Sauerei geworden. Ist doch gar nicht so schlimm. Siehst du, jetzt haben wir einen neuen neongrünen Schleim, mit dem wir unsere Einhornform füllen können. Ist das schön. Lass es uns zu den anderen legen. Sind Sie Susi die Bastlerin? Eine Lieferung für Sie. Interessant. Da ist wohl jemand in mich verliebt. Wer könnte das sein? Keine Ahnung. Mein Job ist es zu liefern. Oh, dann ist es ein heimlicher Verehrer. Wie aufmerksam. Oh, und Sie wissen, dass ich Drachenfrüchte liebe. Ich fühle mich geschmeichelt. Schneiden wir sie auf. Ja! Was ist das? Wahnsinn! Das ist das erste Mal, dass ich Obst mit Squishies drin sehe. Wahrscheinlich der süßeste Streich aller Zeiten. Jetzt habe ich einen Dinosaurier-Zoo. Komm schon, Susi. Das war von mir. Hast du nicht verstanden? Doch, natürlich. Ich habe mich so über deine Überraschung gefreut. ja, ich kann das so gut. Okay, machen wir weiter, bevor ich vor Stolz platze. Freunde, applaudiert unserem süßen Schleim. Und seht euch dieses schöne Chaos an. Okay, nehmen wir das, um die Schnauze unseres Einhorns zu füllen. Ich will auch mit etwas spielen. Ich habe es so satt, mich zu langweilen. Was hältst du von dem blauen Ding? Ich liebe es. Kann ich das bitte haben? Rutsch mal rüber. Ja, genau. Ich bin jetzt euer Moderator. So, jetzt nehmen wir ein paar von diesen bunten Perlen. Oh, kommt schon. Wow, wow, wow. Let's shake it. Shake, shake und shake, shake. Tada! Ich habe selbst Schleim gemacht. oh, ist das klebrig. Ups, jetzt bin ich ganz mit dem Schleim bedeckt. Hey, runter von mir. Sam, bist du fertig? Weißt du was? Dein Job ist gar nicht so schwer. Hey, runter von mir. Susi, Hilfe. Stillhalten bitte. Und das war's schon. Aha. Und da kommt dieser kleine blaue Schleim. so schön klebrig. Ich glaube, jetzt fehlt nur noch eine Farbe. Und zwar rot. Freunde, hört euch mal dieses rollende Geräusch an. Das ist so entspannend. Oh, hier ist auch ein Mechanismus drin. Probieren wir ihn aus. Wahnsinn, so viele rote Perlen kommen darauf. Die sehen echt aus wie Bonbons. So. Oh, meine Lieben, komm zu Papa. Das sind 150.000 Perlen. Bist du sicher, dass du sie richtig gezählt hast? ich hoffe, es ist okay, dass ich ein paar genommen habe. Freunde, bitte pustet auf eure Bildschirme. Ich auch. Will ich näher kommen? Ich bin verwirrt. Heiliger Bimba! Vielen Dank an alle. Wir haben hier ein paar richtige Zauberer.
Seht euch den tollen Schleim an, den wir zusammen gemacht haben. Ich will auch zaubern. Komm, mach schon. Okay. Hast du es gesehen? Hast du gesehen, was gerade passiert ist? Was? Ich habe mit meinem neuen Schleim gespielt. Aber ich habe gerade... Okay, ich glaube, wir sind hier fertig. Ich hol mal den Glitzer. Oh, bleib dran. Autsch. Oh. In ein paar Minuten wird unser Schleimeinhorn wie ein Regenbogen schimmern. Aber bevor wir mit dem Glitzern anfangen, mischen wir erst einmal den Schleim. Halt. Was denn? Willst du das mit bloßen Händen machen? Nimm lieber das hier. Ups, stimmt. Ich glaube, das haben wir noch nie zuvor gemacht. Ist doch nicht so praktisch. Und so klebrig. So geht das nicht. Ich krieg dich, du Schleim. Ha, hab ich doch gesagt. Hey, gib das zurück. Ich rette dich, Spargelchen. Ich tauche unter. Ganz ruhig, Tiger. Wir dürfen dich nicht auch noch verlieren. Ich find's schon. Kuckuck. Hm. Wo kommt der Apfel her? Komisch. Hm? Noch ein Apfel? Ist in dem Schleim ein ganzer Apfelbaum versteckt? Puh, das sind ganz schön viele Schichten. Okay, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ist das mein Spiegel? Wie ist der hier reingekommen? Hä? Und so viele Spielsachen. Die müssen wir nie wieder kaufen. Was für ein magischer Schleim. Unbedingt abonnieren. Sammy, wie kommt es, dass ich all diese Dinge hier finde? Naja, ich könnte was reingeworfen haben. Ich nehme das mal weg. Gib her, gib her. Komm schon. Du bist so ein Spaßvogel. Wusch. So, jetzt kommt der beste Teil. Unser Einhorn wird ganz bunt und glitzert. Ich werde abwechselnd Glitzer in verschiedenen Farben auftragen und alles damit bedecken. So in etwa. Das ist so entspannend. Ich glaube, Blau ist als nächstes dran. Moment mal. Ich bin sicher, dass ich hier eine blaue Flasche hatte. Ich bin ein großer Künstler. Ich weiß es besser. Nein, nicht auf unseren Schleim niesen. Sam, du bläst den ganzen Glitzer weg. In diesem Haus darf ich nicht kreativ sein. Ach, so ein Dramakönig. Ich finde, es sieht... Oh, oh. Gib Schleim-Sam etwas Glitzer. Mach Schleim-Sam nicht bitter. Oh, oh. Der Streik ist noch nicht zu Ende. Du hättest einfach fragen können. Das ist kein Spaß. Danke, Susi. Ich werde mich köstlich amüsieren. Okay, so. Und dann so. Auf geht's. Dass Sammy mich ersetzt, kann ich ihn mit Süßigkeiten ersetzen. Oh, glaubst du Süßigkeiten? Ich hab's mir anders überlegt. Ich will wieder ich sein. Niemals. Oh, böse Susi. Das war doch nur ein Scherz. Als nächstes haben wir eine zitronengelbe Farbe. Nimm du deine Zitrone und ich fühle mich wohl hier mit den Süßigkeiten. Als nächstes haben wir die Farbe eines reifen, süßen Pfirsichs. Magst du Pfirsiche? Daumen hoch, wenn ja. Und abonnieren, wenn definitiv ja. Schaut euch das an. Unser Schleim ist fast ganz bedeckt. Vervollständigen wir das glitzernde Einhorn-Dekor mit diesem satten Rot. Heilige Bimbam, Susi, wo sind seine Augen? Hier, nimm das. Schwarzer Glitzer? Wow, ich wusste gar nicht, dass wir sowas haben. Oh, Susi, es ist so schön. Ich könnte es ewig anschauen. Das bezweifelt doch keiner. Aber jetzt kommt der spannendste Teil. Es ist natürlich schade, das alles kaputt zu machen. Sieht doch wirklich schön aus. Aber wir machen es trotzdem kaputt, oder? Dafür habe ich eine Hake mitgebracht. Wusch, wusch. Das ist mein magischer Schleimgarten. Hey, ich habe auch eine Idee. Guck mal. Na gut, lass uns was Neues ausprobieren. Zum Beispiel malen. Das ist eine tolle Idee. Wir können einfach drauf kritzeln, was wir wollen. Zeit für drastische Maßnahmen, Susanne. Verstanden, Chef. Okay, ziehen wir ihn da raus. Das wird nicht leicht. Aber ich schaff das schon. Komm schon. Vielleicht hilft etwas Schleimkraft. Okay, sieht so aus, als wäre ich jetzt auf mich allein gestellt. Komm schon, raus. Raus. Oh, ist das schwer. Ich hätte nicht so viel Glitzer fressen sollen. Was für eine Farbe. Es ist, als hätte ich ein Universum in der Hand. Ich wünschte, ich könnte ins Weltall fliegen. Hey. Was ist hier los? Was machst du da?
Hallo? Das ist meine kleine Rache dafür, dass du mich im Stich gelassen hast. Oh, so unhöflich. Fühlt sich jetzt so komisch an. Mal sehen. Warte, ist da was drin? Ja, wirklich? Lass mal sehen. Wow, seht euch das an. Sieht aus, als wäre ein Einhorn aus unserem Schleim gewachsen. So etwas Schönes habe ich noch nie gesehen. Wie ist es da nur reingekommen? Das werden wir wohl nie erfahren. Möge es ein Geheimnis bleiben. Das war's für heute, Freunde. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Bye, bye. Wir sehen uns. Sag mal, wie findet ihr diese riesige Klebstoffflasche? Uff, was vergessen. Dose! Was ist denn, Sammy? Heute haben wir eine ganz besondere Mission. Du musst nur meinen Einweisungen folgen. Und ich verspreche dir, du wirst nicht enttäuscht sein. Zuerst musst du den Schleim zusammenmischen. Interessant. Hey, Susi. Du brauchst auch noch diesen Kleber hier. So. Was hast du denn vor, Mister? Hier, Susi. Den Schleim machen wir in der Schüssel. Großartig. Ziemlich praktisch sogar. Den durchsichtigen und weißen Kleber sollten wir in ungefähr derselben Menge mischen. Zuerst fülle ich den durchsichtigen rein. Und jetzt der weiße Kleber. Sieht irgendwie lecker aus. Aber vergesst nicht, dass das ziemlich giftig ist. Also besser nichts. Fertig! Das hast du schön gleichmäßig aufgefüllt, Susi. Aber kannst du erraten, was wir noch hinzugeben müssen? Lass mich nachdenken. Worüber musst du denn da nachdenken? Da war's ja natürlich. Oh, danke, Sammy. Aber sag mir, wenn das Wasser reicht, okay? Das wird reichen. Ich schätze, jetzt müssen wir alles schön zusammenmixen, oder, Sammy? Auf jeden Fall, meine liebe Freundin. Okay, sieht gut aus. Und jetzt, wo Sam nicht guckt, mache ich schnell noch mein Lieblingsmandelöl rein. Nur ein bisschen. Ein paar Tropfen. Jetzt ist es noch besser. Und nochmal rühren. Was ist das für ein süßer Geruch? Ich habe eine geheime Zutat reingemischt. Wow, gut gemacht. Du bist immer besser, Susi. Jetzt brauchen wir noch Beschleuniger, damit alles schneller zu Schleim wird. Ich verwende ungefähr 150 Milliliter für die Menge an Klebstoff, die wir hier haben. Ich denke, das ist genug. Ach, wisst ihr was? Wir rühren noch einmal um. Und in 0,nix verwandelt sich schon alles in Schleim. Oh, ich lieb's. Seht ihr, wie zäh das wird? Wuhu! Aha, ich glaube, Agent Susi ist fertig mit ihrer Schleimarbeit. Okay, wo ist Sam mit seinen detaillierten Anweisungen? Sammy! It's a rainbow, it's a rainbow, it's a beautiful rainbow in the sky. Oh, Susi, hast du mich gerufen? Ein Kinderlied? Was soll das heißen, Sammy? Wirst du bald rausfinden, Susi. Aber jetzt den Schleim bitte in 6 gleiche Teile aufteilen. Bald wieder zurück. Verstanden. Wir machen den Schleim auf den Tisch. So kann man besser damit arbeiten. Und jetzt teilen wir ihn. Wir brauchen 6 Schleime in dieser Größe. Hey Susi, nimm doch die Schüssel. Super Timing, Sandy. Übrigens, Leute, denkt ihr, Susi kann all meinen Aufgaben gerecht werden? Daumen hoch, wenn ja. Okay, wir haben jetzt 6 Schüsseln mit Schleim. Sammy, was mache ich als nächstes? Das weißt du doch. Oh, färben. Das ist super. Her damit. Ist ja auch schon höchste Zeit, unseren Schleim etwas Leben einzuhauchen. Ein paar Tropfen genügen. Hier kommt grün. Und als nächstes rot. Tropfen für Tropfen. Und zu guter Letzt gelb. Genau so. Jetzt kommen wir zum besten Teil. Schleim kneten. Bis alles voller Farbe ist. Oh, schaut euch mal den grünen Schleim an. Oh, so schön farbig. Leute, schreibt in die Kommentare, welcher euer Lieblingsschleim ist. Nur noch ein bisschen und dann ist alles bereit für den letzten Schritt. Wow, sieht ultra cool aus. Susanne? Ja, Professor Sam? Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
aber es gibt noch eine nächste Aufgabe. Die wichtigste. Die da wäre? Du musst die Schleime in diese Box tun. Oh, das ist ja interessant. Aber sei super vorsichtig. Na gut, ich glaube, ich fange mit der Farbe an. Komm zu Mama, ich gebe dir ein neues Zuhause. So. Ich glaube, ich weiß, was sich Sam vorstellt. Aber zuerst muss ich alle Schleime in die Box legen. Ich glaube nicht, dass du sie diese schwierige Aufgabe lösen kannst. Falsch geglaubt, Sammy. Das habe ich gut hinbekommen. Gib's zu. Wow, heiliger Bim-Bom. Sammy, schau mal, ein echter Regenbogen. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Oh, Josie, ich weiß doch, wie sehr du Regenbögen magst. Ich wollte dir nur was Gutes tun. Danke, Sammy. Das ist echt süß von dir. Na dann, lass uns damit spielen. Na klar. Lass uns den Schleim rausnehmen und vorsichtig auf den Tisch legen. Genau so. Wow, der ist so bunt. Ich liebe es. Und jetzt kommt das Allerbeste. Lass uns anfangen. Yay! Sammy. Wow. Yay. Guck mal, Josie. Wow, das ist ja cool. Juhu. Josie, das ist abgefahren. Lass uns jetzt alles zusammen mischen. Da bin ich dabei. Los geht's. Egal. Hauptsache ist doch, wir hatten hier eine Menge Spaß. Da hast du recht. Leute, hat euch unser Regenbogenstern gefallen? Dann gebt einen Daumen nach oben und teilt das Video mit euren Freunden. Tschüss! Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Ciao! Hallo Leute, heute machen wir einen riesigen Schleim mit verschiedenem Make-up. Zuerst kommt Farbpulver, und zwar weiß. Das kommt in die Ecke. Mögt ihr Pink? Gebt uns einen Daumen hoch. Zwei Farben reichen nicht. Was ist die nächste Farbe? Magische Kraft? Zeig uns die Farbe. Dunkelburgunder. Sieht aus wie eine reife Pflaume oder Weintrauben. Ansichtssache. Und jetzt kommt noch etwas Grün und Gelb im Zitronenstil. Die letzte Farbe, Silber. Oh, wie das glitzert. Was kommt jetzt? Was meint ihr? Oh, fast vergessen. Der durchsichtige Schleim. Genau so. Super. Wir malen einen Regenbogen. Hättet ihr das gedacht? Wasch! Pure Magie! Hier ist das Ergebnis. Fehlt nur noch eins. Hopp! Diesen Fratz hat der Regenbogen uns geschenkt. Mit dem dekorieren wir den Regenbogen. Für den nächsten Schritt brauchen wir Lipgloss. Ich liebe Glitzer-Lipgloss. Unser Regenbogen wird auch glitzern.
Ein Lipgloss reicht nicht. Also noch zwei mehr. Ach, ich konnte nicht widerstehen. Das ist der letzte, versprochen. Tun wir einfach alles aus meiner Schminktasche in den Schleim. Hopp. Malen wir ein süßes kleines Herz. Das sieht super aus. Und noch ein Herz. Wir malen ein lustiges Bild. Ich find's toll. Wollt ihr mehr Glitzer? Dann benutzen wir Highlighter. Wählt eine Farbe und mischt sie gut. Und die anderen auch. Oh, das ist faszinierend. Jetzt schütten wir alles in den Behälter. Aha, was ist das? Irgendwelche Ideen? Ah, das sind Perlen. Die nehmen wir und streuen sie auf jede Seite. Ich fühle mich wie eine Köchin. Jetzt benutzen wir etwas Einhornmagie. Das ist Modelliermasse. Natürlich habe ich noch mehr Farben. Schaut mal. Mal sehen, was wir noch in den Schleim tun können. Nagellack ist immer gut. Malen wir etwas drauf. Zuerst ein pinkes Herz. Hier passt Blau gut. Okay, diesmal male ich was Interessantes. Ich mag das Weltall. Malen wir also einen Stern. Als nächstes kommen diese farbigen Concealer. Komm schon, Lila. Oh, ich brauche dich. Wusch. Das passt gut zu unserem schönen lila Stern. Mit denen sind wir fertig. Also weg damit. Aber wir sind noch nicht fertig mit dem Glitzer. Noch mehr Modelliermasse. Hey, du musst mir das schon geben. Ohne Gewürze kocht es sich schlecht. Dafür benutzen wir Pailletten. Ich konnte nicht widerstehen. Und hier kommt mehr Pink. Das drücken wir auf die Modelliermasse und malen was. Meine Schminktasche ist fast leer. Es sind nur noch ein paar Dinge drin. Das Pulver kommt hier drauf. So. Außerdem tun wir noch Sternstaub in unseren Schleim. So hübsch. Nicht geizig sein. Tun wir so viel rein wie möglich. Okay, habt ihr schon mal Teig geknetet? Dasselbe machen wir hier. Seht mal, die Farben vermischen sich und sorgen für diesen schönen Effekt. Die Pailletten und Perlen sehen toll aus. Kneten wir mit beiden Händen weiter. Cool. Mal sehen, wie dehnbar er ist. Wow! Meine Arme sind nicht lang genug. Oh, kann ich bitte mehr Feenstaub haben? Danke. Oh, wow, seht mal, unser Schleim sieht schon anders aus. Probieren wir eine neue Knetmethode aus. Mit einem Pfannenwender.
Es funktioniert. Und meine Hände bleiben sauber. Zeit für eine Schleimmassage. Einmal aufwärmen. Unser Schleim ist wie ein riesiger Kaugummi. Was können wir noch machen? Ihn formen, wie wir wollen. So. Glitzer und Perlen sind nicht mehr so sichtbar und die Farben sind vermischt. Welche Farbe kriegen wir am Ende wohl? Nun, es ist kein Geheimnis mehr. Am Ende ist der Schleim pink. Freunde, heute haben wir einen riesigen Schleim gemacht. Hat es euch gefallen? Gebt uns einen Daumen hoch und abonniert uns. Weitere Videos folgen bald. Tschüss! Was? Huh? Wovon redest du? Jemand hat sie mit Sand gefüllt. Wie soll ich jetzt baden? Naja. Susanne? Tut mir leid, Sammy, das war meine Schuld. Ich wollte nur mein neues Rezept für kinetischen Sand ausprobieren. Warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Ich liebe kinetischen Sand. Jetzt, wo mir mein Entspannungsbad unverschämterweise verweigert wurde, habe ich mich entschieden. Jeder kinetische Sand, den du heute machst, gehört mir. Das ist nur gerecht. Hier habe ich den saubersten und feinsten Sand gefunden, den ich je gesehen habe. Oh, er fühlt sich so gut an. Ist das alles? Hey! Ups, tut mir leid, Sammy. Jetzt fehlen nur noch ein paar Zutaten. Wisst ihr, was dieses weiße Pulver ist? Das ist Maisstärke. Damit verwandeln wir den normalen Sand in Zaubersand. Wir müssen nur alles richtig mischen. Oh oh! Lass mich das machen. Bitte, bitte. Wir brauchen keinen Löffel. Ich benutze lieber meine Finger. Ach, und Sammy, bitte keine Sandbogen mehr, okay? Warum sagst du das? Oh, ich weiß nicht, wovon du redest. Ja, genau. Okay, die nächste Zutat, die wir brauchen, ist Seifenwasser. Das Rezept ist doch ganz einfach. Können wir es nicht ein bisschen komplizierter machen? Warum in aller Welt sollten wir das tun? Ich will, dass alle unsere Freunde das zu Hause nachmachen können. Wow, schau dir die Struktur an. Genau so sollte es sein. Ich habe beschlossen, unseren kinetischen Sand in drei Farben zu machen. Deshalb habe ich hier drei verschiedene Schüsseln. Freunde, während ich das mache, nehmt euch einen Moment Zeit und drückt auf den Abonnieren-Button, ja? Dann verpasst ihr nicht unsere neuesten Bastelvideos. Und hier kommt Schüssel Nummer 3. Was für ein tolles Gefühl. Der Sand rieselt so lustig durch meine Finger. Sammy, holst du mir bitte etwas Glitzer? Es kommt unerwartet. Er kommt sofort. Glitzer, Glitzer, wo finde ich dich? Wow, ist das ein Zauberwald? Das ist ja toll. Ich weiß genau, was wir tun müssen. Glitzer, hallo. Komm in mein Glas. Ich habe eine besondere Aufgabe für dich. Jetzt wird's interessant. Mehr. Ich brauche mehr. Susi, ich habe dir den abenteuerlichsten Glitzer von allen besorgt. Das klingt ja fantastisch. Und es sieht auch toll aus. Danke, Sammy. Machen wir den Deckel auf und streuen hier etwas blauen Glitzer drauf. Natürlich brauchen wir noch mehr Glitzer. Und los geht's. Denkt daran, Freunde, je sorgfältiger ihr mischt, desto schöner wird euer kinetischer Sand. Und jetzt noch etwas blaue Farbe. Und vergesst nicht, eure Hände mit Handschuhen zu schützen. Sonst habt ihr am Ende blaue Schlumpfhände. Gut gemacht, Susi. Darf ich mir die nächste Farbe aussuchen? Klar, Sammy. Du weißt doch, dass es beim Basteln fast Pflicht ist, kreativ zu sein.
Nur so macht es Spaß, oder? Toll, ich warte schon lange darauf, diese lila Schönheit zu benutzen. Von Glitzer kann man nie genug haben, oder? Und los geht's. Ja. Guck mal, was ich kann, Susi. Oh, oh. Ah, ich weiß, wir sind über Bord. Geschieht dir recht. Angeberei ist echt schlimm, Sammy. Zum Glück ist es gar nicht so schwer, unseren Zaubersand wieder in die Schüssel zu schütten. Okay, nur noch ein paar Sandkörner mehr. Und jetzt ist es Zeit für Lila. Denkt dran, Freunde, je mehr Tropfen du gießt, desto leuchtender wird die Farbe, die sprießt. Oh, eigentlich wollte ich gar keinen Reim machen. Wie auch immer, wo war ich? Du hast mir beim Mischen geholfen. Du bist so eine tolle Freundin, Susi. Das kann ich von dir auch sagen. Oh, ich kann gar nicht aufhören, damit zu spielen. Die Farbe ist toll, oder? Aber da ist noch ein bisschen Sand, den wir bunt machen müssen, oder? Das machen wir gleich. Schon gemacht, Susi. Gut mal. Wow. Sammy, ich bewundere deine Farbauswahl. Das Rot ist einfach perfekt. Es erinnert mich an etwas, aber ich weiß nicht. Richtig. An den Red Velvet Kuchen. Aber denk bloß nicht daran, unseren Zaubersand zu essen, Leute. Damit haben wir nämlich ganz andere Pläne. Zum Beispiel können wir das machen. Ist das nicht faszinierend? Mit kinetischem Sand zu spielen macht Spaß und entspannt. Und es ist auch sehr gut für die Entwicklung der Feinmotorik. Und wie? Nun, das Spielen damit bietet eine ganze Reihe von Sinneserfahrungen. Schau doch mal. Man kann es nicht nur mit den Fingern ertasten, sondern auch verschiedene Formen, Ausstecher und andere Werkzeuge benutzen. Sogar Perlen. Interessant. Wie konnte ich nur nicht darauf kommen? Vielleicht solltest du noch ein bisschen mit dem Sand spielen, Sammy. Vielleicht hast du dann noch mehr Zeit zum Nachdenken. Okay, jetzt will ich aber richtig loslegen. Oh, das ist so lustig und kitzelig. Und ich will gar nicht mehr aufhören. So, genug vom roten Sand. Wir haben noch nicht mit dem lila Sand gespielt. Und schau mal, was ich diesmal vorhabe. Oh. Hey, warte mal. Was ist das in dem Sandhaufen? Sind das Schneeflocken? Das kann man wohl sagen. Und das sind so viele. Cool. Oh, was für ein süßer kleiner Fisch. Lass ihn uns zerquetschen. Mal sehen, was wir diesmal bekommen. Wow, das ist so befriedigend. Ich kann gar nicht genug kriegen. Susi, du klingst unheimlich. Du weißt schon. Oh, Sammy, du weißt, was ich meine. Jetzt ein bisschen normales Schneiden. Aha. Und los geht's. Woran erinnert euch das, Freunde? Für mich sieht das aus wie eine blaue Welle, die gegen eine Klippe schlägt. Wow, du klingst poetisch, Susi. Aber dann hast du das arme Seepferdchen einfach in Stücke geschnitten. Das ist kein echtes Seepferdchen, Sammy. Sagen wir einfach, es ist meine persönliche Meditationspraxis. Also, ich versuche mich hier zu entspannen. Das ist so eine coole Art, Stress abzubauen. Sammy, bist du noch da? Ja, ich halte mich zurück, wie du gesagt hast. Weißt du, ich will nicht in deinen Entspannungsstressabbau-Feng Shui oder was auch immer Prozess einmischen. Clever. Alles klar, ich glaube, ich bin fast fertig für heute. Ich muss nur noch den violetten Sand ein bisschen zusammendrücken. Oh ja, du hast recht, Susi. Das fühlt sich so gut an. Ich
bin ich schon ganz entspannt. Und ist heute Sand in meiner Badewanne, war ist mir jetzt auch egal. Nicht mal ein bisschen. Susi, das war der Hammer. Schön, dass es dir gefallen hat. Nein, ich hab's geliebt. Das müsst ihr auch mal probieren. Danke, dass ihr heute mit dabei wart. Wir lieben euch alle und bis bald. Oh, ich liebe es, mit Schleim zu spielen. Es macht so viel Spaß, ihn zu zerdrücken. Nee, das will ich auch. Ich will so viel Spaß. Hey Sunny, was glaubst du, wo Schleime herkommen? Ganz einfach, Susanne. Zuerst lernen sich Mama Schleim und Papa Schleim kennen, dann stellen sie fest, dass sie sich ganz doll lieb haben und dann rufen sie nach Hilfe rum. Und in 30 Minuten haben sie einen Babyschleim. Genau wie Pizza. Ja. Das klingt nicht richtig. Oh, warte. Das ist mein Telefon. Hallo? Oh, hi, Peter. Wie geht's dir? Sie hat recht. Wo kommen Schleime wirklich her? Das muss ich herausfinden. Okay, bis später. Sammy? Wo bist du? Sammy? Ich bin hier, Susi. Was ist passiert? Und was ist mit dem Outfit? Ich wollte nur verstehen, wie Schleime entstehen. Alles klar. Nun, das ist ein wissenschaftlicher Ansatz. Wie wäre es, wenn wir eine Schleimfabrik bauen? Eine Schleimfabrik? Das ist genial! Wo ist er denn schon wieder hin? Susi, schau! Ich habe schon die Wände gemacht. Wow, du bist aber schnell. Lass mal sehen. Gut gemacht, Sam. Jetzt können wir loslegen. Aber wir brauchen noch Heißkleber und mehr Teile. Die kommen gleich, Susi. Lass mich die letzte Kontrolle machen. Ja, sie sind perfekt. Nein, sind sie nicht. So sollten die Teile aussehen. Wusch, wie konnte ich das nicht wissen? Wie auch immer, bleib hier einfach an die Basis. Das ist richtig. Du machst das toll, Susanne. Danke für das Lob. Susi, ich habe Sushi bestellt. Das isst man doch mit Stäbchen, oder? Aber irgendwie geht das nicht. Ich lass mein Essen fallen. Das sind keine Stäbchen, Sammy. Das sind Spieße. Und die sind perfekt für unsere Bastelei. Wirklich? Naja, wenigstens konnte ich den Saft trinken. Toll. Die können wir auch gebrauchen. Los geht's. Guck mal, Sammy. Sammy? Sammy, wo bist du? Ich bin hier. Und ich helfe noch mehr. Danke. Hier kommt eins und zwei und drei. Perfekt. Ich kann nicht sehen. Sehr lustig. Jetzt können wir die Teile zusammensetzen. Alles ist so schön ordentlich. Aber wir sind noch nicht fertig. Es gibt noch viel zu tun. Los geht's. Interessant. Oh, das ist ein echter Schatz. Den muss ich haben. Schnell. Hey. Entschuldigung, Herr Schleimpirat, aber das brauche ich. Guck mal, wie bunt der Hintergrund geworden ist. Oh, das perfekte Geld für meinen perfekten Glitzer. Genau. Jetzt machen wir noch ein paar Messungen. Sieht toll aus. Als nächstes kleben wir ein Stück durchsichtiges Plastik genau über die Hälfte der Röhre. Ganz einfach. Sammy, hast du es geschafft? Wie könnte ich das nicht? Schau dir das an. Und was kommt jetzt? Ich weiß es. Nimm das, um das Rohr aufzurichten. Was für eine geniale Idee. Jetzt muss es nur noch so funktionieren, wie es soll. Das wissen wir erst, wenn wir es ausprobiert haben, nicht wahr? Einverstanden. Sind wir nicht das beste Bastelteam aller Zeiten? Mit viel Arbeit vor uns. Na gut. Was ist das alles? Ich verstehe nicht. Sammy, wie lange noch? Zeit ist Geld. Warum werde ich nie bezahlt? Hier ist alles, was du brauchst. Endlich. Aber wo ist das Rohr? Moment mal, ich weiß, es war hier. Gefunden. Fang. Danke, denke ich. Jedenfalls, das Stück gehört genau hierher. Oh, das macht so viel Spaß. Hui. Autsch. Achtung, gerade noch rechtzeitig.
Das wollte ich gerade ausprobieren. Das hat Spaß gemacht. Ja, sehr lustig. Okay, wo war ich? Ah, genau. Freunde, falls ihr es vergessen habt, wir basteln hier eine Schleimfabrik. Daumen hoch, wenn euch die Idee gefällt. Dieses Stück sieht nicht gut aus. Schon besser. Und hier haben wir Schaumpapier. Mal sehen, ob es passt. Ja, das machen wir ganz toll. Es hättest du ohne meine Hilfe nie geschafft. Bist du sicher? Ja, ganz sicher. Denn ich bin der beste Helfer der Welt. Das stimmt. Oh, fast hätten wir ein wichtiges Stück vergessen. Das ist besser. Und das ist für die Dekoration. Noch eine Probe? Toll! Und, bist du bereit? Susanne, yay! Wow, das ist wie Zauberei. Das gefällt mir. Ey, was ist das? Was für ein komisch aussehendes Wesen. Ich werde dich Spinner nennen. Hey Susi, das ist mein neuer Freund Spinner. In der Tat, es ist ein Spinner. Schau ihn dir an. Und er ist genau das, was wir brauchen. Das hat dein Freund wirklich gut gemacht, Sammy. Danke. Wir brauchen noch mehr Farbe und mehr Teile. Jetzt können wir alles zusammenbauen. So. Ich habe noch was gefunden. Das passt. Hey. Komm schon, Sam. Du weißt doch, dass wir das zum Basteln brauchen. Siehst du? Dieser schöne Stock kann auch nützlich sein. Das kleinere Stück kommt in die Mitte und das längere auf die andere Seite. Ich möchte das mit Moosgummi umwickeln. Den brauchen wir diesmal nicht, Sammy. Guck mal. Wow, das ist so faszinierend, Susi. Ich liebe es. Lass uns weitermachen. Ich glaube, da ist was Gutes drin. Lass mal sehen, lass mal sehen. Ich kann nur nicht vergessen haben, dass ich dort mein Versteck hatte. Vielleicht sollte ich auch mal ein Süßigkeiten-Versteck anlegen. Außer, dass ich Süßigkeiten gar nicht so besonders mag. Wobei, ein Schokoladenversteck könnte es schon sein. Susi, lass dich nicht mitreißen. Nimm das. Danke. Ich habe noch Kleber mitgebracht. Lass mich das machen. Und los geht's. Jetzt müssen wir nur noch den Deckel drauf machen. Und dabei helfen uns Magnete. Das kommt hier hin und fertig. Jetzt können wir sie ganz leicht öffnen und schließen. Damit die Fabrik die schönsten Schleime herstellen kann, muss sie auch schön aussehen. Und warten. Perfekt. Endlich. Wir können mit der Schleimproduktion beginnen. Mein Rezept geht zuerst. Wir machen einen fluffigen Schleim. Hier ist alles, was wir brauchen. Es ist ganz einfach. Bereit für die erste Runde? Na klar. Ich habe sogar die Münze. Dann wollen wir mal. Die erste Ladung Kleber war ein Erfolg. Jetzt noch etwas Rasierschaum. Und jetzt noch ein bisschen Backpulver, Leute. Jetzt kommt das Färben. Wir brauchen auch noch etwas Linsenflüssigkeit. Das geht. Komm schon. Guck mal, wir haben unseren ersten Schleim gemacht. Toll, wie er geworden ist. Spezialglas, um dich warm zu halten, Schleim. Du siehst toll aus. Wie wär's, wenn wir die Rezepte für den nächsten Schleim sammeln? Schau dir das an. Aber wir fangen immer mit Kleber an. Weißt du noch? Oh ja, das wird interessant. Was kommt als nächstes, Susi? Das gleiche wie mit dem Schleim davor. Schöne Haare. Dann brauchen wir ganz viel Shampoo. Sammy, Shampoo für weiche Texturen, nicht für die Haare. Aber das ist noch nicht alles. Diesmal brauchen wir noch mehr Zutaten. Okay, mal sehen. Das da. Ein bisschen mehr. Das reicht. Habt ihr schon mal Speisestärke mit Shampoo gemischt, Freunde? Dann haben wir was ganz Weiches und Buttriges. Jetzt mischen wir alles zusammen.
Und jetzt noch ein bisschen Deko. Ich schlag vor, wir machen noch mehr lustige und bunte Sachen. Bin gleich wieder da. Was? Wow. Sammy, das ist unglaublich. Und jetzt ab in dein Glas, Kumpel. Das passt wieder perfekt. Lass uns endlich mein Schleimrezept ausprobieren. Und das brauchen wir. Zuerst möchte ich etwas Glitzer vorbereiten. Super. Und der kommt direkt in den Kleber. Wow, so glitzernd. Bereit, etwas Linsenlösung hinzuzufügen? Los geht's. Hey, wo ist es? Entschuldige, Josie. Ich wollte dir doch nur helfen. Bitte sehr. Danke. Oh, das sieht so hübsch aus. Lass es uns probieren. Danke für das Glas, Sammy. Und wir sind fertig. Na, hat dir unsere Bastelei heute gefallen? Ich bin mehr als zufrieden, ehrlich. Wir haben sogar ein bisschen Technik eingebaut. Und dieser drehbare Zutatenständer ist erstaunlich. Aber mein Lieblingsteil ist der Glitzer. Jetzt können wir so viele Schleime machen. Schön, dass es dir gefällt, Sammy. Freunde, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Abonniert unseren Kanal und tschüss! Schaut für unser nächstes Video wieder vorbei, Leute. Und vergesst nicht, uns einen Daumen hoch zu geben. Bye, bye. Wow, Donuts. Es ist Teezeit. Oh, das wird so lecker. Soll ich alle auf einmal essen, oder? Sam, bleibt genau da stehen. Ich hab noch gar nichts gemacht. Ach ja? Und wer hat versucht, Schleim-Donuts zu essen? Schleim? Schau, das steht hier. Pupsi Slime Smash. Wir machen knackigen Donutschleim. Der erste Schritt ist die Dekoration mit Streuseln und Zuckerguss. Zweitens, wir vermischen den Donut. Und drittens, wir bewahren ihn in der speziellen Donuthülle auf. Die Box enthält 6 Schleime und 5 Glitzer-Toppings. Und hier gibt es nichts Essbares. Ich esse nichts von meiner eigenen Sorte. Hoff mich, wenn du richtige Süßigkeiten hast. Abgemacht. Also Leute, jede Box enthält 4 Donuts und es sind insgesamt 4 Serien. So bunt. Rainbow Neapolitana, Berry Blitz, Candy Craze und Sprinkle Spree. Ich will sie alle sammeln. Schauen wir mal, welche Serie das ist. Sprinkle Spree. Hier kommen unsere leckeren Donuts. Ich verstehe, Sam. Sie sehen wirklich sehr realistisch aus. Ich hab's doch gesagt. Ich bin kein normales Essen in diesem Haus. Ich verspreche dir, einen riesen Donutkuchen zu backen. Wie findest du das? Klingt verlockend. Leute, wenn ihr so ein Video sehen wollt, dann drückt die Daumen hoch. Lasst uns mit unserem Set weitermachen. Hier haben wir Tütchen mit Zuckerguss. Einhornglasur und Regenbogenglasur. Hier haben wir 5 Tütchen mit Glitzer. Blau, Orange und 3-mal Kaminrot. Die Kaminroten enthalten Streusel. Aha. Und hier haben wir Schimmer und Streusel. Endlich, unser erster Donut. Er hat einen Regenbogen mit Wolken und blauen Streusel. Wunderschön. Der große Moment. Was ist da drin? Wow, so eine bezaubernde Farbe. Oh, es ist zart rosa. Sieht aus wie Frutella. Ich nehme die Schutzschicht weg. Und hier ist der Zuckerguss violett. Sehr weich. Machen wir ihn noch bunter. Wir geben noch etwas Zuckerguss drauf.
So fühlt sich wohl ein Bäcker. Sieht aus wie echter Zuckerguss. Oh, in der Tüte sind zwei Löcher. Fertig. Und ein Donut braucht Streusel. Oh, so schön. Das sind perfekte Streusel. Wie getrocknete Preiselbeeren. Jetzt kommt der beste Moment. Wir vermanschen ihn. Wow. So, noch ein bisschen. Wow, seht, hier kommt rosa Glitzer raus. Das ist eine schöne Überraschung. Ich will ihn unbedingt essen. Sammy, du denkst nur ans Essen. Ich werde etwas kochen. Am Ende haben wir einen rosa Marshmallow-Schleim. Okay, wir können ihn in diesem hübschen Behälter aufbewahren. Dann sieht er wie ein süßer Donut aus. Lecker. Und unser Schleim wird nicht trocken. Klick! Tadam! Wir erforschen weiter die Sprinkle Spree-Serie. Als nächstes kommt der süße, rosane mit blauem Zuckerguss und bunten Streuseln. Wir nehmen auch die anderen Donuts raus. Hopp! In den Schokodonut würde ich auch gerne reinbeißen. Der rosane ist auch schön. Mit Donner und Halbmonden. Fangen wir mit ihm an. Schaut euch das an. Die Glasur ist gelb und der Donut ist grün. Jetzt schauen wir in diesen süßen Behälter. Oh wow, was für eine leuchtende Glasur und ein heller Donut. Wunderschön, nicht wahr? Ob wir im Schokodonut Schokoladenschleim finden? Nein, er ist himmelblau. Diese Donuts sehen zusammen so cool aus. Sehr bunt. Wir dekorieren den rosa Donut mit weißem Zuckerguss. Diesmal machen wir einen dünnen Streifen. Vorsicht. Oh, mir gefällt, wie es aussieht. Er ist fast perfekt. Noch ein bisschen blaue Magie. Und fertig. Für das Beerentopping brauchen wir eine Schere. Wir verteilen es auf unserem Bananen-Apfel-Donut. Genau so. Leute, seid vorsichtig mit der Schere. Und ein paar weiße, glänzende Streusel. Als ob wir die Himbeeren mit Puderzucker bestreuen. Wir bestreichen den Blaubeerdonut mit Vanilleglasur, aber nur zur Hälfte. Und geben einige Sternenglanzstreusel drauf. Hier ist unser Endergebnis. Am realistischsten ist der mit Himbeeren. Und die beiden funkeln wunderschön. Ich möchte unbedingt herausfinden, welche Füllung da drin ist. Eine Schere wird uns helfen. Seht euch diesen grünen Glitzer an. Unglaublich. Sehr cool. Kneten wir es. Wir haben so viel Glitzer auf der anderen Seite. Was für eine Farbe werden wir am Ende haben? Der grüne Glitzer erinnert mich an magische Meerjungfrauen. Am Ende haben wir einen super schönen Schleim. Und wir haben ein grünes Nilpferd. Okay, nicht wirklich. Aber es ist eine schöne Farbe. Hier ist unser glänzender Meerjungfrauenschleim. Fantastisch. Legen wir ihn in die Donutschachtel. Und schließen sie gut. Jetzt kommt unser Disco-Donut. Und hey, hey, hey! Wow! Seht euch den roten Glitzer an, den wir drin haben. So schick! Erinnert mich an Tango. Dieser Schleim wird so schön und leuchten. Cool! Wir haben rosa Schleim. Ich kann gar
gar nicht sagen, woran es mich erinnert. Er sieht aus, wie er aussehen muss. Stimmt's? Zermanschen wir unsere letzte Sprinkles Pre-Kreation. Das fühlt sich toll an. Es sieht aus wie seeblauer Schleim mit weißem Schaum und Seesternen. Juhu! Blauer Glitzer! Und um den Schleim zu schützen, müssen wir ihn natürlich auch richtig lagern. Alles muss rein. So ist es gut. Erledigt. Das erste leckere Set ist ausgepackt. Susi, sehe ich wie einer unserer Donuts aus? Vielleicht wieder pinkfarbene. Aber eigentlich bist du einzigartig. Jetzt wollen wir weitere Exemplare in unsere Schleim-Donut-Sammlung aufnehmen. So schön. Das ist die neapolitanische Rainbow-Kollektion. Hier sind wieder unsere Standard-Deko-Beutel. Holen wir unsere Schätze raus. Was für ein entzückender Regenbogen-Donut. Sieht aus wie ein Lolli. Und der rosene, der wie Sam aussieht. Wir fangen mit ihm an. Im Inneren verbirgt sich ein blauer Schleim. Wow. Wenn dieser Donut essbar wäre, würde er bestimmt nach Minze schmecken. Und unser zweiter Behälter. Wow, so eine leuchtend rosa Farbe. Sie sehen so fantastisch zusammen aus. Jetzt dekorieren wir unsere Köstlichkeiten. Hier ein spiralförmiges Muster. Ja, das gefällt mir. Und der letzte. Hopp. Und hier nehmen wir kein Zuckerguss, sondern zwei Streuselsorten. Wow, was für eine magische Streuselkombination. Am Ende haben wir einen Galaxie-Donut. Jetzt bekommt auch der Blaue ein bisschen Magie. Wow, das ist wie weihnachtliches Konfetti. Die anderen Donuts warten schon ganz gelangweilt. Sie sind so verschieden. Ein leuchtender und ein pastellfarbener. Dieser Donut hat die Form einer Blume und ist mit Honigglasur überzogen. Sehen wir nach, was drin ist. Da ist er. Der Donut ist ein ziemlicher Kontrast, so eine leichte Lavendelfarbe. Dann sollte in diesem Behälter ein leuchtender Donut sein. Volltreffer! Es ist eine grüne Limettenglasur. Und der Teig ist blau. Sieht ein bisschen aus wie ein bedeckter Himmel. Ich schätze, wir brauchen hier ein bisschen Erdbeermarmelade. Wir machen ihn noch leckerer. Einer ist noch übrig. Wir machen ein paar Streifen drauf. Kurze, etwa so. Sieht aus wie ein Rettungsring. Seht euch nur diese glitzernden Köstlichkeiten an. Für den letzten Schliff nehmen wir die Streusel vom ersten Set. Die gefallen mir gut. Fertig. Susi, Sie sind unglaublich. Ich kann nicht sagen, welcher besser ist. Danke, Sammy. Die Konditorschule hat mir gut getan, oder? Aber jetzt werden wir unsere Meisterwerke zerquetschen. Der erste Donut wird zerquetscht. Der wird durchgeschnitten. Seht mal, drin sind diese Knusperkugeln. Dieser wird zerrissen. Genau so. Komm schon. Leute, seht ihr das? Grüner Glitzer. So hübsch. Und den kneten wir einfach durch. Wow, total entspannend.
Okay. Also, wir hatten Donuts und jetzt haben wir Eiskugeln. Erdbeere, Minze, Heidelbeere und grüner Tee mit Zitrone. Da-da-da-da! Hopp! Wir müssen unsere Donuts in den speziellen Behältern lagern. Und hier kommen die Deckel. Voila! Susi, mach mir Schleim-Donuts. Ich will die ganze Kollektion haben. Heute ist ein Glückstag, Donutkönig. Ich habe noch 2 Schachteln auf Lager. Berry Blitz und Candy Craze. Njam, njam, njam. Ich kann es kaum erwarten. Wir fangen mit dem Beerenset an. So viele Farben, ich bin verliebt. Dieses Set ist reine Bonbon-Explosion. Was da wohl drin ist? Und unser letzter bunter Kumpel. 8 weitere Köstlichkeiten. Hurra! Ich werde der König der Donutwelt sein! Es ist eine Challenge, sie so fantastisch zu machen wie ihre Behälter. Aber ich werde mein Bestes geben. Juhu! Hier kommt etwas Tropisches. Ich würde sagen, das ist Mango-Passionsfrucht. Lass uns weitermachen. Hopp. Das sieht aus wie Pflaume vielleicht? Das hier sieht sehr interessant aus. Als ob er mit Marmelade und Schokoladensauce überzogen ist. Und der Zuckerguss ist blau. Es ist Blaubeere. Und der letzte von diesen 4 ist blau mit Streifen. Das ist definitiv Erdbeere. So rosa. Leute, seht euch diese tollen Pastellfarben auf diesem Set an. Ich könnte sofort reinbeißen. Schauen wir mal, was Candy Craze für uns hat. Wir beginnen mit diesem ungewöhnlich grünlichen Donut. Wow, knallrosa Zuckerguss. Das erinnert mich an Kaugummi. Und wahrscheinlich ist Banane im Teig. Weiter zu diesem interessanten Donut. Oben bunt und unten schwarz. Ich schätze, ein Donut mit Gurkengeschmack sieht so aus. Oder auch nicht. Das ist mein Favorit in diesem Set. Ich liebe die blaue Farbe. Wow, so leuchtend. Das könnte die Waldbeerenmischung sein. Und der allerletzte Donut sieht nach Barbecue-Geschmack aus. Gibt es euch eine Geschmacksrichtung überhaupt? Hier haben wir eine Brombeerglasur. Das ist eine fantastische Sammlung. Einige Donuts haben sogar eine unterschiedliche Größe. Lasst uns mit meiner Lieblingsserie Berry Blitz anfangen. Ich versuche, innen Kreise zu ziehen. Ich finde, es gibt nie zu viel Zuckerguss. Also noch ein bisschen mehr. Wir sind fast fertig. Da sind sie. Und jetzt nehmen wir diesen beerenartigen Schleim. Dieser Zuckerguss ist so realistisch, da bekomme ich sogar Appetit. Wow, was für ein leckeres Würstchen. Und fertig. Das sieht ungewöhnlich 3D-ähnlich aus. Wir werden später noch Glitzer hinzufügen. Lasst uns kleine süße Tupfer auf diese Wolke machen. Boop. Und noch einer. Was ich an dem Schleim so mag, man kann so kreativ damit werden. Oh, das sieht aus wie eine Geburtstagstorte mit Kerzen. Wo ist die Torte? Nirgendwo. Susi, ich will auch einen Donut machen. Auf Schleim-Sham-Art. Okay, hier hast du einen. Yay! Und jetzt kommt der glitzernde Glanz. Und ein bisschen gelbes Konfetti für unseren ungewöhnlichen Donut. Aber nur auf den halben. Jetzt dekorieren wir die Geburtstagstorte. Wow, seht euch diese süßen rosa Kristalle an. Wie bunte Mosaiksteinchen. Toll. Es fehlt noch ein Meisterwerk. Wow, Sammy, das ist ein toller Markendonut. Es gibt sogar Herzen und bunten Glitzer. Er erinnert mich an eine Piñata. Diese beiden Herzchen sind du und ich. Ach, das ist so süß, Sammy. Du bist definitiv ein Dekorateur. Ich weiß.
Fangen wir mit Sams bunter Pinata an. Wir können sie nicht mit einem Schläger zerschlagen. Wir zerreißen sie einfach. Wow, sieht euch diese orangefarbenen Kügelchen an. Und jetzt schneiden wir unseren Minikuchen an. Leute, wenn ihr das auch so machen wollt, seid bitte vorsichtig mit dem Messer. Wow, wir haben hier drin eine Glitzerparty. Und jetzt unser ungewöhnliches Exemplar. Der Schleim oben tropft ein bisschen. Seht ihr? Und wir ziehen. Wusch! Und den letzten drücken wir. Hopp! Susi, sei vorsichtig, er kann platzen. Oh oh. Keine Sorge, Sandy, das ist nicht gefährlich. So, jetzt kommt eine weitere Entspannungseinheit. Die Barry Blitz-Sammlung ist so cool. Daumen hoch, Leute, wenn ihr zustimmt. Und hier ist unsere Candy Craze-Kollektion. Ich bin bereit zu dekorieren. Sam hat mich mit seinem Markendonut auf eine tolle Idee gebracht. Ich schreibe auch meinen Namen drauf. Der Zuckerguss ist ziemlich neutral. Da brauchen wir farbenfrohes Konfetti. Das passt auch zu meiner Stimmung. Diese Fuchsia-Farbe werden wir mit einem kräftigen Zickzack versehen. Macht einfach diese Bewegung. Ganz einfach. Wir geben Kupfertropfen obendrauf. Das sieht gut zusammen aus. Auf diesen Donut geben wir alle Arten von Glasur. Zum Beispiel diese Blaubeerglasur. Sieht das nicht fantastisch aus? Und dann auch noch weiße Glasur. So sieht Schlagsahne in der Schleimwelt aus. Hopp! Eine Prise funkelnder Puderzucker. So cool. Und Preiselbeerkonfetti. Das ist richtige Kochkunst. Ich möchte ein paar Herzen auf den letzten Donut machen. Das macht so viel Spaß. Ich liebe es. Und der letzte Akt. Ein glasiertes Herz. Und jetzt ein paar rosa Sterne für den Schimmer. Aber nur zwischen den Herzen. Ich glaube, ich sollte mal den richtigen Kuchen probieren. Also mit essbaren Zutaten. Hier ist unser buntes Quartett. Das ist pure Kreativität. Susi, ich bin bereit, meinen Donut zu zerquetschen. Oh, Sammy, die Sache ist die. Ich habe deinen Donut schon zermanscht. Was? Nein! Aber du kannst meinen nehmen und ihn vermanschen. Fantastisch. Das geht auch. Susi, er will nicht zerquetschen. Was hast du da reingetan? Nicht, Sammy. Aber du hast es auf eine komische Art probiert. Das ist nicht komisch. Ich glaube ja schon. Also Leute, sollen wir Sam helfen, meinen Donut zu zermanschen? Da ist blauer Glitzer drin. Ich schätze, das ist mein Lieblingsschleim. Als nächstes kommt der Donut mit glänzenden Sesamkörnern. Mal sehen, was drin ist. Wow, der Glitzer im Inneren sieht auch wie glänzende Sesamkörner aus, Leute. Und jetzt kommt unsere königliche Torte. Ich möchte sie zerquetschen. Wahnsinn, gelber Glitzer. Ich kann ihn schon sehen.
Oh, das fühlt sich toll an. Wow, was für ein farbenfroher Schleim. Sehr schön. Für die letzte Kreation mit Herzen nehmen wir die Schere. Da haben wir es. Das ist eine ganz neue Welt mit grünen Perlen und Glitzer. Wunderschön. Und die Sterne machen diesen Schleim noch einzigartiger. Wir haben alle 16 Donuts von Poopsie Slime Smash gesammelt. Das Beste ist, dass wir immer wieder damit spielen können. Und ich bin auch jetzt der Donut-König. Okay, also Leute, abonniert unseren Kanal. Bye bye. Tschüssi und habt einen süßen Tag.